Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Skyrim. Wenn ihr einen Septimet wehren könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Ich gehe mal hier etwas in das Eck und dann mache ich noch einmal die Anmoderation. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Skyrim. Schön seid ihr dabei. Und heute Folge 20. Eine der letzten Folge der ersten Staffel von Skyrim habe ich mal die Umstellung gemacht, um euch das Geflimmer und das Geghosting rauszunehmen. Und schaut mal, wenn ich hier so bewege und ja und sowieso und hüpfe und was man nicht alles kann, es flimmert nicht mehr. Es ist nicht mehr rausgebrannt, es ist allgemein schärfer und feiner, so wie ich es im Spiel selbst auch habe. Was ich nicht hingekriegt habe, ist die Erhöhung von 30 auf 60 FPS. Das frisst mein Kompilierungstool nicht, weiß der Himmel woher auch. Mal schauen, vielleicht, dass ich dort noch was hinkriege, aber... Ja, 30 reicht im Grunde genommen mal aus, wenn die Qualität auch sonst dahinter stimmt. So. Ja, und was machen wir heute? Wir geben natürlich mal die Queste ab, die Riesenechse, die wir umsammeln mussten. Und dann müssen wir unbedingt mal... ein klein wenig schauen, uns zu verbessern. Also, und du und ich natürlich, damit du etwas strammer dastehst und nicht die Hand durch den Flegel durchhältst. Aber das sind Nebensächlichkeiten, da gewöhnen wir uns auch schon dran. Entschuldigung, ich bin ein klein wenig heiser. Aber es sollte sich geben. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Das warst du? Nö, ich stehe nicht so auf Vampire. Ja, ist das DLC, das schauen wir uns auch noch an. Aber wir sind im Level zu klein. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarlaila. Seid gegrüßt, Anuriel. Der Drache von Herbstwachsturm ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes eigentlich hier. Ausgezeichnet, ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. So, das Kopfgeld 500 haben wir. So. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Gerne doch. Ich befolge meine Gesetze. Kein Problem. So, der kleine Rebell, der... So. Falls ihr eine neue Klinge braucht, im versenkten Hammer gibt's auch gute Stahlschwerter. Klinge? Really? Echt jetzt? Ja, in der versenkten Klinge, das wäre mal was. So, bevor wir hier zu Tode gequatscht werden. Ja, die Dämmerwacht, ja, genau. Was haben wir hier noch? Finde die 20x20x20 Quest. Finde Nierenwurz, finde Torkisches, wird über alle Lande verstreut sein. Bring Balimut die Feuersalze. Also wir sind ja momentan wieder am Nebenquest ableihen. Begib dich zur Akademie, Bardenakademie, wie gesagt, lassen wir aus. Sprich mit Amentus Aretino. Sprich mit der Amphyr der Gefährte, finde Amerens Familienschwert in Rodar, Reto,
Redorans Zuflucht. Besuche den Schrei von Azura. Oh, tönt alles edel. So. Was nehmen wir? Okay, die Feuersalze, ich glaube, da sind wir auch noch recht. Recht niedrig eingestellt. Finde zwei makellose Saphire. Habe ich die nicht schon? Amethyst und Granat. Granat. Nö. Das wäre mal was. Würde ich meinen. Okay, finde Goldherz für Madesi. Okay. Ja. Nehmen wir mal die Queste an. Wo führt uns die hin? Wenn wir die überhaupt. Ruine von Batlaf abgeschlossen. Schön. Freu ich mir. Okay, das sind Queste, die nicht auf der Map vorhanden sind. Gut, mal raus damit. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Hört ihr Brionifs Plan an? Okay, weißt du was? Mit dem Risiko, ich speichle jetzt mal wirklich noch einmal ab. Mit dem Risiko, es zu verhauen. Macht euch sauber. Entschuldigung, was hast denn du für ein Problem? Schmuckstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen. Ja, können. Apropos. Wenn euch etwas gefällt, könnt ihr mir gerne ein Angebot machen. Was hast du zu verkaufen? Das, was ihr hier seht. So, ich muss mal Kohle rauslassen. Okay, Ebenerz, das verkaufe ich beim Schmied. Granat, das Zeug kann man eigentlich. Passt auf euch auf, Landläufer. Einschmelzen. Werdet zum Tiger im Bett oder zertretet eure Feinde wie ein Riese zu Staub. All dies für gerade mal 20 Gold. Wollt wohl sehen, wie Balim und wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt. Aha, genau. Öffne Himmelsrand. Ah, ich bin aus der Stadt raus. Okay. Hey, ja, was macht man bloß? Wir sind in Riften. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ich trödle dort rum, wo ich will, mein guter Herr. Ah, die Schenke. Also Riften bietet im Grunde genommen noch mehr. Langboote, Kurzboote, Mittelboote, Kohlboote. Ja, wir eideln wieder mal etwas rum, aber das soll es auch mal geben. Ich möchte eigentlich... Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit. Ja, Kollege, das warst du. Also, gib's es zurück, sonst hackt es. So, Entschuldigung. Ja, was mach ma bloß? Was wär von Interest? Ja, okay, wir sind in Riften. Wir gehen mal zumindest ihn anhören, was er will. Mutia sein. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Und ich weiß es nur nicht. Kollege, du? Ich weiß nicht, ob man... Nee, in der Stadt macht das ja... Ah ja, das fällt mir gerade ein. Ich wollte doch eigentlich mal schauen. Unerbittliche Macht. Deine Stimme ist ungezügelte Energie und stößt alles und jeden zur Seite, der sich dir in den Weg stellt. Der Wirbelwind ist klar, Schrei und deine Stimme wird zum Boten des Untergangs, der Rüstungswert und... Ja, ich will. Gut. So. Schon wieder 8 Minuten rumgeeilt. Und da hat sich da das Spiel aufgehängt. Nö.
So, Entschuldigung, musste gleich einen Schluck Wasser nehmen. Jetzt. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Ja, ich sag nix. Gut. Wenn ihr auf ein Almosen aus seid, dann müsst ihr mit meinem Mann sprechen. Wenn ihr Gesellschaft sucht, dann könnte ich es wohl schlechter treffen. Schön, dass ihr endlich Vernunft angenommen habt. Seid ihr bereit, Geld zu verdienen? Rihanna? Woli ist irgendwo in der Nähe, um die Armen in Sinbamara zu beglücken. Ja, was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Warum soll ich Brandscheis... Heißt der Brandscheis oder Brandschei? Den Ring unterschieden? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, und wir legen los. Okay, ich bin der Brandscheiß. Ich möchte ihn zuerst mal schnell sehen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt. Darf ich euch einige edle Waren aus Morrowind zeigen? Alles, was ich in der Auslage habe. Ich weiß nicht. Nee, Entschuldigung, mach alles, ich nicht. Was ihr finden könnt, wäre eine große. Mach ich nicht, Leute, mach ich wirklich nicht. Ich habe die Quest abgeschlossen, gut und recht. Wo ist das, Windhelm? So, wir machen jetzt was anderes. Wir streifen durch die Lande. Wo bin ich? Was? Nö. Nicht wirklich. Gut. Okay. So, irgendetwas müssen wir machen. Sprich mit dem Anführer Gefährten. Finde Amres Familienschwert in Rothans Zuflucht. Besuche den Schrein von Azur. Wo ist das? In der Nähe? Null? Nicht in der Nähe? Schon wieder nicht. Also wir werden hier irgendwas müssen wir machen, würde ich sagen. Binge Palimut 10 Feuersalze. So. Auf der Map anzeigen. Und wo finde ich die Feuersalze? Das ist wieder so eine Idle Quest oder was? I see. Gut, das bringt nichts, das sind Idle Quests. Okay, dann können wir die mal rauslassen. Finde einen Hinweis auf Brandseis Vergangenheit. Sprich mit Jarl von Falken, mit dem Jarl von Falkenring. Besuche den Schrei von Azura. Okay. Ich würde meinen, Horn von Würk, Wortkotze. Der Vermisste. Fraulia Grau. Fraulia Graumähne aus Weißluff ist fest davon überzeugt, dass ihr vermisster Sohn Thorat noch am Leben ist und gefangen gehalten wird. Sie hat mich gebeten, sie zu Hause zu besuchen, um die Sache unter vier Augen zu besprechen. Das ist noch in... Ups. Ja, das ist noch da hinten. Gut. Machen wir einen kleinen Rausritt. Seit mein Mann die Religion für sich entdeckt hat, noch etwas, habt ihr etwas zu verkaufen? Verkaufen? Alles, was ich in der Auslage habe. So, jetzt haben wir dann eine Folge am... Ich spreche lieber nicht mehr.
eine Folge lang rumgeeidelt. So, die Drachenknochen werden jetzt verkauft. Denn die sind alles, schwer wie Hulle. Wäre eine große Hilfe. Viel Glück. So, Kollege Balimun. Wollt wohl sehen, wie Balimun wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt. Ich bräuchte. Ja, Training in der. Ja. Die besten Waffen und Rüstung. Gut, dann zeig ich mal her. So, Ebenerz behalte ich mal. Kriegsaxt der Verbrennung. Die hat die Eisenpfeile da. Das Zeug kommt mal weg. Hab ich. Ja, ich habe umgeschaltet. Orkium brauche ich noch. Orkische Bogen ist in Ordnung. Ja, kannst du gerne haben. Stahlhelmfeind, das ist gut. So. Was hast du? Vielleicht noch etwas an Waffeln, das man ver... Eisenzweihänden, sehr lustig. Jagdbogen des Unbehagens, tönt auch nicht schlecht. Orkische Kriegsaxt. Orkischer Hammer. Orkische Schwert. Stahlstreitaxt. Stahlkolben. Die orkische Kriegsaxt würde mich mal interessieren. Die sieht ja nicht schlecht aus. Was habe ich? 15, gebe ich 15. So. Gut, dann orkische Kriegsaxt 13 auf 13. Sie werden halt schon schneller. Ja. Ja, lass mal. Denk daran, es müssen echte Feuersalze ja, sein. Ja, ich weiß. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Kann ich mindestens noch was aufleveln? Eisenbahnen und... Ah, nicht die genaue Fertigkeit. Okay. Ja. Gut. Kann man nichts machen. Dann lass mal das. Was ich aber noch gesehen habe, ist bei den Waffen. Orkische Pfeil und Stahlpfeile, damit wir die noch wechseln können. Und dann reiten wir mal wieder zurück und schauen uns das Ganze mal an. So, wo ist meine Kleine? Kräuterbutter, jawohl! Moin, kleines Pferdchen! Ah, ist das nicht schön, auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen, hoch oben, stolzem Haupte. Ja, in dieser Folge haben wir fast nur was rumgeeidelt. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch schnell mal schauen, da sind irgendwie noch Höhlen, die mich interessieren würden. Wir können ja mal etwas die Map aufdecken. Ich deck wohl eher nichts auf. Na klar, ein Bär. Bärbel! Kollegen, habt ihr was vor heute? Muss ja eigentlich nicht sein, aber habe ich das wirklich? Ich lerne es nie, oder? So, auf Heilung und Hütchen.
mich aus dem Staub. Nö, eben nicht. Du sollst mich unterstützen. Mami! Das Vieh kommt. Ja. Du kriegst auch noch was ab. Oh. Hey! Lass meine Kräuterbutter in Ruhe! Immer diese extremen Bären hier. Mann. Umriff nun, da hast du dein Kreuz. Und die andere verpisst sich einfach. Was soll denn das? Was bist du für eine Stadtwache? Nö, hier... Ja, muss ja wohl wieder hier hinkommen, aber... Ist ja nicht wahr. Und die Stadtwache sammelt mal weg. Toll. Was ist eigentlich... Ist das nur ein Durchgang oder werde ich da... Oh. So. Nö, komm ich nicht. Bedarf gedeckt, danke. Heißt das, ich muss irgendwann noch im Alleingang die Feste ausnehmen, oder was? Hä? So, hätte sich das. Und die Wache macht wieder mal nix. Mann. Das... Ja, eben. Wache verpisst sich. Gut, alles klar. Nee, kann sie ja wirklich nicht sein. So, wir gehen zurück. Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber wir werden sehen. Es sieht auf jeden Fall bergig aus. Es sieht aus, als würden wir dem Himmelsrand entgegenstürmen. Nicht schon wieder. So, gib's auf. Jetzt bleib doch mal stehen, Mensch. Ich kann nur von rechts angreifen. Also bleib gefälligst stehen. Na, siehst du, geht doch. Dann können wir auch wieder miteinander auskommen. Also wäre ja nicht so, dass ich das nicht gewollt hätte. Ja, ich weiß, Kräuterbutter ist ein ja, sanftmütiges Pferd, wenn wir das mal so ausdrücken wollen. Nicht gerade die schnellste. Da oben ist eine Mine. Okay. Nicht gerade die schnellste und... Ey, Kollege! So, geht doch. Und der Wolf liebt mich.
Ja, nicht so sehr, aber es war da schon eine gewisse Verbindung dahinter. Man spürte förmlich zwei Herzen, die sich anziehen. Na, vielleicht liebt er auch nur Kräuterbutter. Es tönt so schäbig, aber ich find's nicht einen schlechten Namen. Ah, da kommt noch mehr. Ja, genau. Hüho, Kräuterbutter, auf! Mein stolzes Ross. Ja, Bären aufscheuchen muss ja jetzt nicht schon wieder sein. Die Kameraden hier haben's lustig. Ja, man könnte die befreien, aber wir sind eigentlich auf und drauf, mal in der Queste weiterzumachen. Ich weiß nur nicht, ob wir jemals ankommen. Aber das Gebiet hier sieht mir doch vertraut aus. Also ich sehe hier Bäume, ich sehe Schnee, ich sehe Steine. Ja, ist schon alles sehr vertraut hier. Und ich sehe Steine, die man abbauen kann. Ja, ist gut. Gras du mal schön, kleine Eisenerzader. Ja, gibt Schlimmeres. Amethyst? Warum auch nicht? So, kleine. Gibt es da noch was zum Abbauen oder Aufbauen oder zerhauen oder sonst was? Da unten. Okay. Ja, also, ich würde meinen, so, auf und drauf. Und ein Ziegelein. Ja, ich lasse wahrscheinlich je nachdem, wie die Queste angeordnet sind, lasse ich Kräuterbutter auch mal wieder zu Hause. Also tut jetzt nicht Not, dass sie uns ewig hinterher semmeln muss. Und ja, ist ja so oder so nicht so, dass sie mitkäme oder irgendwo warten würde oder man sie ganz salopp einfach zu sich rufen könnte. Leider nein. Und deshalb, ja, würde ich meinen, je nach Gebiet, an den Rand des Gebiets oder, ja, ich hätte eigentlich in das Dörfilein dort hinten wollen. Wenn wir hinkommen, da war doch ich kapier hier nix. Meinst du mich? Du meinst mich? Krieg. Kollege! Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Ja, ich auch. Ja, wirklich. Also. Oh hey, ihr seid natürlich ihr. Oh! Die Drachenanwärter. Orkkrieger. Kollegen, macht mal was richtig. Ja, ja, jetzt. Nur weil man einer Ziege ein Bein ausreißen kann. Ja. Die Kohle könnt ihr behalten. Dort drüben sind Wölfe. Und irgendwie dünkt es mich, hier könnte... Ist das die Blume, die wir suchen sollten? Die Drachenbaum? Ja. Okay, mitnehmen. So, Kleine, komm.
Meine kleine Kräuterbutter. Wenn sie groß ist, wird sie eine Krokette. Ah, ist das nicht schön. Ist so eine Liebe. Braucht nicht viel, spart Sprit. Ist auch nicht trampelhaft. So, Kleine. Ne? Würde ich meinen. Hey, Kräuterbutter. Was meinst du dazu? Machen wir in der nächsten Folge weiter? Dann lasse ich die... Nicht? Muss ich jetzt weitermachen? Nö. Geh. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Oder? Ja. Dann kannst du etwas grasen. Vielleicht haben wir hier ja auch noch ein Gefährte für dich. Ja, ich weiß. Aber wir machen in der nächsten Folge weiter. Geh. Okay, ja. Sie ist einverstanden. Und damit würde ich meinen... Ja, danke, dass ihr dabei wart und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann, euer Sir Bones und tschüss.